clinche ich hier, drehe ihn rein, kann abschließen, habe ihn in der Ecke. Zwei Entschuldigungen. Zum einen, ich konnte jetzt länger kein Video machen, weil ihr seht es hier, kannst du mal rumfilmen, wir sind im Leistungszentrum. Team Smolik gehört mittlerweile zu unserem Hauptbestandteil, was Training anbelangt, in Kreizheim. Und deswegen hatten wir ein bisschen was zu tun und zum anderen, ich habe mein Portable Mic vergessen, deswegen halt es ein bisschen, aber egal. Soll nicht daran hindern, dass wir euch ein bisschen was zeigen wollen. Und zwar geht es heute ums Clinchen, das haben wir noch gar nicht gemacht. Clinchen gehört ja zum Kickboxen und K1 genauso dazu. Clinchen, da kann man eigentlich, ja, ich kann da jetzt 24 Stunden darüber sprechen, ich mache jetzt mal die Basics für euch, ja. Was ganz, ganz wichtig beim Clinchen ist, viele, wenn wir jetzt anfangen hier zu kämpfen, clinchen und wollen hier gleich mal Umarmungstechnik, schneide hier hin und ich gehe gleich auf die Fresse, ja. Also bitte nicht, wenn ihr clincht, weit auseinander, sondern wir gehen eng zusammen. Ich bin hier und ich gehe hier eng rein. Ich gehe, mein Ellenbogen ist eng drin, das ist Nummer 1. Ja, nochmal hier, der Markus arbeitet ein bisschen, ich gehe hier rein, dass ich wirklich eng fasse. Zum anderen beim Clinch, ich bin hinten fest, hier, ich umklammere praktisch den Nacken hier wirklich wie ein Korken, ja, bin eng mit dem Ellenbogen dran, dass er hier nicht rauskommt, ja, dass er hier nichts machen kann. Und am besten habe ich meinen Kopf noch hier unten, damit er nicht mich treffen kann, mit dem Schlag oder sonst was. Wenn mein Kopf hier ist, pop, kriege ich trotzdem eine. Ellenbogen ist unten dran, damit er nicht mit dem Knie oder sonstiges rankommt. Und ganz wichtig, kontrollieren, weil wenn ich nicht kontrolliere, dreht er sich selber raus, ich kann hier gar nichts machen, kriege ein Knie oder sonstiges, ja. Wenn wir jetzt mal als Beispiel, was sehr gut ist, ein Clinch in der Ecke. Wir sind in der Ecke, der Markus arbeitet jetzt hier und ich möchte ja aus der Ecke raus. Und ich komme nicht irgendwie dazu, der lässt mich nicht raus. Clinche ich hier, drehe ihn rein, kann abschließen, habe ihn in der Ecke. Kann man sehr, sehr schön mit dem Clinch arbeiten. Oder wenn er anfängt irgendwie zu ballern und ich möchte ihn auf Distanz und er kommt nicht weg, ich jetzt hier und es nervt mich, clinche ich. Im K1 wird er dann unterbrochen, ja. Das ist auch so taktische Arbeit. Max, hast du noch was zum Clinch zu sagen? Gibt es eigentlich einiges? Ja, du hast es hauptsächlich den defensiven Clinch erklärt und mit beiden Händen. Es gibt natürlich auch noch einen offensiven Clinch. Mach ich vor allem auch, wenn ich jemanden in der Ecke habe. Ich habe jetzt mich hier gerade mit meinem Kopfschläger in die Ecke gedrängt. Will jetzt verhindern, dass er zwischenschlägt, will vielleicht ein schönes Knie ansetzen, vielleicht auch ein Knie zum Kopf. Kann ich wunderschön hier clinchen, mit beiden Händen ihn leicht runterziehen, ihn leicht stören und dann mit dem geraden Knie hier abschließen, beispielsweise zum Kopf. Ich kann natürlich auch mit einer Hand hier clinchen. Und hier das Knie ansetzen, wie ihr euch wohler fühlt. Natürlich, wie Michi schon gesagt hat, aufpassen. Hier gilt genau das gleiche wie beim defensiven Clinch. Wenn ich hier arbeite, genau, richtig, ich muss schnell clinchen. Am besten habe ich seine Hände zwischen meinen, drücke sie zusammen, dass er hier nichts machen kann. Ja? Kontrolliere die Deckung, bring dann hier mein Knie seitlich gerade. Genau. Also das sind so die zwei Optionen, offensive, defensive, was Clinch anbelangt. Da können wir natürlich auch noch in anderen Videos mehr aufs Detail reingehen. Das ist jetzt nun mal so die Grundbasic für, ja, diejenigen, die das vielleicht noch nie gemacht haben, mal machen wollen oder einfach zum Verbessern. Ja, das sind so die Hauptbestandteile vom Clinchen. Macht ruhig auch mal Übungen, wo ihr wirklich 2 oder 3 Minuten lang nur clincht. Ihr seid nur beide im Clinch, ihr versucht euch gegenseitig zu kontrollieren. Hier, und ihr werdet merken, wie anstrengend das eigentlich ist. Das ist nun auch ein bisschen vom MMA vielleicht. Da einfach mal immer versuchen, die Kontrolle zu übernehmen. Eine Sache noch sagen, ja? Ich glaube, die müssen die Zuschauer noch wissen. Okay. Ich glaube, für uns selbstverständlich, aber was auch wichtig ist beim Clinch, ist das nicht nur Arbeit mit dem Oberkörper und den Beinen, sondern vor allem auch hier mit der Hüfte. Genau, ja, danke. Ihr merkt, wenn wir jetzt clinchen, ja, Michi clincht beispielsweise bei mir und ich versuche hier rauszukommen, das Erste, was ich mache, ich gehe mit meinen Beinen, mit meiner Hüfte an seine Hüfte. Ja. Wenn ich nämlich anfange, hier versuchen rauszukommen, macht Michi, genau, spielt er mit mir und bringt seine Knie. Das Erste, was ihr macht, wenn ihr im Clinch seid, kontrolliert den Gegner auch hier oben und kontrolliert die Hüfte. Wenn ihr dran seid, Knie, schwer. Ja, genau.
kriegt keinen Druck rein. Sehr, sehr wichtig. Vergesst die Beinarbeit nicht. Im Clinch genauso. Genau, danke Markus. Also wie ihr seht, es gibt 10.000 Sachen, die eigentlich immer wieder einfallen. Wir können da, wie gesagt, nochmal detaillierter was machen. Übt das ruhig mal im Training, im Sparring auch mal umzusetzen oder einfach mal nur das Geklinche. Das war's wieder zu diesem Thema. Wir werden jetzt in nächster Zeit wieder öfters mal ein bisschen Kickbox-Themen mal bringen. Wir haben jetzt ein bisschen mehr über meinen Lifestyle, meine Profikarriere gemacht. Übrigens im November ist mein nächster Profikampf. Dürft gespannt sein. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Facebook, Instagram und verlinkt Snapchat auch. Und der Shop und unser Buch natürlich auch unten verlinkt. Das war Markus und Michael Smolik. Haut rein.